Wollte ich nicht immer schon. Nach rechts, nicht zum Wasser. Oh. Was mich daran erinnert, dass ich dann. Ja, da stehst du aber mitten im Bild. Ich versteck mich hier hinter dem Ding. So. Ja, da sehe ich deinen Namen immer noch. Geh mal noch ein Stück weiter, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein bisschen. Aua, ich bin. Du sollst nicht hinfallen, du sollst weitergehen. Ja, stopp, da kannst du stehen bleiben. Jetzt muss ich nur, warte mal, Benutzeroberfläche. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Geh weg. Es war ein schönes Bild. Was nicht? Ich war ja nicht drauf, also kann es nicht schön gewesen sein. Ja, das Problem ist halt, dann ist da so ein riesen Schriftzug und dein Name steht dann da drin und das versaut halt das Bild, weißt du? Ja, ich weiß doch, dass ich überladen bin. Du kannst mich mal. Au! Du blödes Mistvieh! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lightyear Frontier. So, ich kann keine Eisenbahn... Nee, hä? Ach so, weil ich die Eisenbahn nur nicht habe. Ich doof. Ja, natürlich. Das ist echt sowas von... Nee, sag ich jetzt. Ich brauch, glaube ich, zwei Eisenbarren, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe dafür. Soll ich? Warte mal. 2, 4, 5. Ich mach mal 1 komplett voll mit Eisenbarren hier. Aber diese Fraktal, wollte ich gerade schon sagen. Diese Fraktalitbarren, beziehungsweise das Fraktalit, das müssen wir auch noch. Sag schon, auch noch holen, ne? Das hatten wir schon frei, das hatten wir schon frei gemacht. Das kann ich nicht abbauen, weil dafür muss sie ja ein Dings haben. Die bessere Säge. Ach so, brauchten wir da, ehrlich? Nee. Moment, ich mache ja noch mal ein bisschen Rotkohl. Ich nenne das Ding nur noch Rotkohl. Mach Zapperl-Zeug hast du noch eingesammelt, die Zweige. Mach die rein. Ja, aber ich habe hier nur ein paar von, deswegen mache ich die erstmal. Warte, wie ging das nochmal mit dem Wechsel? Munition, Wechsel. Das ist, glaube ich, nee, ist das... Aber die brauchen wir auch, warte mal, die mache ich hier. Chrom-Mais. Das brauchen wir auch noch. Das brauchen wir auch, ja. Da habe ich ganz viel von eingesammelt, weil der Epi so faul war und keine Lust hatte. Gar nicht. Total faul war der. Der hat mich einfach die ganze Arbeit machen lassen. Und dann, wenn er dann diese leichten Dinger gesehen hat, die überhaupt nichts wiegen, dann ist er hingerannt wie so ein Berserker. Oh, die Gameplayerin kommt! Schnell dahin rennen, bevor die gleich alle weg sind. So war das. Das war richtig schlimm. So, hier machen wir ein paar Zapperlis rein. Zapperzweige. Warum verdunkelt sich die Sonne? Wir haben doch noch gar keine Sonnenfinsternis hier. Hallo? Geht es noch? Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Warte mal. Setzen hier nochmal welche dazwischen. So, ich hätte ansonsten nur noch Blaubeeren anzubieten. Also Gummibären, nicht Blaubeeren. Die machen wir mal hier wieder rein. Treffer versenkt. Haben wir hier noch was frei? Ja, ne? Oh, guck mal. Die sind zwar viel kleiner und da ist viel weniger. Und scheinbar verschlägt das dem Epi irgendwie die Sprache auch. Ja, der ist hochkonzentriert am Arbeiten. Also spielt sie wieder an dir rum, oder was? Genau. Das sollst du sein lassen, wenn ich Let's Plays aufnehme. Wann Solange ich keine Audio-Untermalung dabei mache, geht das ja. So gestellte Audio oder sowas. Kannst du hier nochmal gießen? Nee, dann ist das Wasser wieder alle von mir. Ja, aber wir müssen gießen. Wir müssen. Aber dann ist mein Wasser alle. Ja, das interessiert mich doch nicht. Es sind jetzt 2 Tage, wo wir richtig gießen müssen. So. Ich habe immer noch 56. Achso, ich muss aber mal eben die Sachen trotzdem loswerden, weil ich bin immer noch überladen hier. Ich gieße gleich mit. Ah, wenn ich irgendwas finde, wo ich die Sachen reintun kann. Blauer Kristall.
Den habe ich auch für irgendwas gesammelt. Ich weiß aber nicht mehr wofür. Ja, die brauchen wir für die Linsen. Da brauchen wir viel von. Deshalb habe ich ja die Linsen gelinst. Die Linsen gelinst. Ja, warum auch nicht? Steinstaub hatte ich mir extra gemacht. Ich weiß nur nicht wofür. Energiekern hatte ich mir extra gemacht. Die Köppe, die können wir nicht reinmachen, weil wir wieder keinen Platz haben. Oh, ist das ätzend mit diesen Dingern. So, das auch wieder. Vor allem diese großen Teile, die bringen uns ja auch nichts, weil die ja auch nicht so wirklich viel Platz machen. Das ist irgendwie... das war die Scheune. Die Fässer. Ach nee, die hatten wir genommen. Aber da brauchten wir auch jedes Mal einen Eisenbarren für. Aber die haben wirklich viel, viel Platz gegeben. Ach stimmt, hier vorne habe ich den einen hingestellt. So. Jetzt habe ich natürlich keinen Eisenbarren mehr. Machen wir erstmal Holz rein. So, dann können wir einen Teil vom Kupfer zumindest schon mal wegtun. Haben wir jetzt komplett voll. Was ist mit meinen Eisenbarren? Sind die jetzt hier endlich mal fertig? Hallöchen. Oh, wer hat denn jetzt hier die Felder direkt an die Scheune gebaut? Ich habe gar nichts gemacht in den Feldern, das warst du. Ja, ist halt aber für ein Gerücht. Da du ja das eh nicht mehr weißt vom letzten Mal. Na, ich guck mir das Ganze nochmal ganz genau an, du. Das machst du eh nicht, weil das vergisst du auch. Ach na, ich kann ja dabei nicht fliegen. Sag mir das doch. So, warte mal. Wie viel brauche ich denn dafür? Ah, okay. Das passt doch. Dann kann ich... Habe ich jetzt 5? Hä? Der hat ihn nicht aufgenommen. Oh, wie ich das hasse, wenn er die Sachen nicht aufnimmt, ne? Ja, ich habe jetzt 5, genau. Dann kann ich den einen hier reintun, damit wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. So, und ich dann auch die ganzen so Eisenerz, Kupfer, Kohle. Ich habe absolut keine Ahnung. Habe ich das Öl wegen irgendwas gespart, wegen irgendeiner Erweiterung? Ich weiß es nicht. Wo haben wir denn? Ach so, auf der Seite. Ah, das ist alles so spiegelverkehrt, weil beim Privaten ist es genau umgekehrt. Da habe ich nämlich die Felder Richtung Wasser hinten gebaut. So. Komm mal her. Lass mich mal gucken. So, das habe ich jetzt hier. Ja, das war nämlich das Problem mit dem Erntesauger. 2 blaue Linsen sind nicht unbedingt das Problem, aber wir brauchen 2 Elektronik aus Stahl und 2 Batterien. Ich habe keine Ahnung, wie über Batterien herstellen. Ja, alles mit Stahl. Ja, du brauchst Stahl. Warte mal. 2 Elektronik aus Stahl. Elektronik aus Stahl braucht Stahl. Stahlbarren können wir machen. Ja, brauchst einen pro Elektronik aus Stahl. Aber mach das nicht. Dann lass uns doch erstmal das andere machen. Doch, 2. 2 brauchen wir. Ja, aber ich brauche Elektronik aus Eisen. Ja, kannst du doch machen. Wir haben nicht genug Eisenbarren, wenn du die für alles verballerst. Ach, jetzt habe ich keinen. Ja, jetzt kann ich keine machen, weil ich. Oh, ist das ätzend. Ich brauche Kohle und Eisen. Weil ich habe das ja jetzt da hinten reingetan und ich kann jetzt nicht. Oh, das ist so blöd. Wieso kann man das nicht wie bei jedem anderen guten Spiel auch machen, dass man das überall mit verbunden hat? Ich nehme das mal eben. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Also denk an diese Zappelzweige, die brauchen wir für Batterien. Und Kupfer brauchen wir für Batterien. Ach, die brauchen wir für Batterien. Das war's. Ja. Ah, ja. Und zwar, du brauchst 2 oder 3 Zweige und Kupferteile für eine einzige Batterie. Ja, und ich brauche 2 Batterien. Beziehungsweise jeder von uns zum Wegsaugen. Wobei, ich glaube, wir hatten gesagt, ich mache den Saugen. Batterien wegsaugen. Ach so, den Saugen. Soll ich Batterien wegsaugen? Nee, warte mal, wir machen das anders. Wir nehmen den daneben, so. So. Was habe ich jetzt gesagt, was ich brauche?
Entweder Stahlelektronik. Zwei Stahlbarren, oder? Dafür? Ja, du brauchst. Für eine Stahlelektronik brauchst du einen Stahlbarren. Schau mal. Ja, dann brauche ich zwei. Ich mache mir nur ganz wenig, so viel wie ich brauche. So, und das andere, da brauchen wir, was hast du gesagt, Kupfer und diese Zweige oder was? Zweige braucht man für die Batterien. Das heißt, wir müssten dann demnächst nochmal gucken, dass wir nochmal so eine Runde machen für die also Zweige. Also Kupfer ist nicht das Problem, weil die Zweige, ja, die wachsen ja, die mussten ja wachsen, das ist ja die Scheiße. Ja, Kupfer habe ich jetzt auch nochmal, ja gut, was mitge... Also einmal diesen Schlauch da bin ich abgegangen quasi. Also du brauchst zwei, also Kupfererz haben wir 59. Du brauchst zwei Kupfererz und drei von den Zweigen für eine Batterie. Na, och, kommt, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich. Es kann doch nicht sein, dass das immer so zwischendurch kommt. Wie weit geht das bitte? Hat dich da eine Verbesserung drin? Oder haben die das jetzt irgendwie geändert, eventuell mit irgendeinem Update? Weil es gab ja zwei oder drei Updates zwischendurch. Kann natürlich sein. Was sollen sie denn geändert haben? Ja, entweder das, dass sie das ein bisschen verbessert haben, oder ich hatte meine Reichweite von dem Sauger schon verbessert. Bin mir nicht sicher. Das Blöde ist halt, dass wir immer noch nicht diesen... Weil wir noch immer keine... Wieso habe ich jetzt viel... Ach so, da kommen zwei Stahlbarren direkt raus. Ja. Ach so. Oh, die macht ja alles kaputt. Ja, pass auf. Warte mal, ich muss an das Ding ran. Geh mal weg da. Geh mal da. Geh mal weg. Weg. So. Nein! Ach, willst du mich denn verarschen? Ich weiß, wofür man die Dings braucht. Für Energiekerne brauchst du die giftigen Sporen. Ich brauche jeweils... Nee, brauchst du nicht. Warte mal. Ich brauche zweimal Stahlbarren. Ich brauche viermal Kupferdraht. Das muss ich mir nur eben machen. Und ich brauche sechsmal Zapperzweig. So, damit ich die Dinger machen kann. Der Händler ist da. Aber wo sind die jetzt hin? Hallo, wo sind meine beiden Batterien jetzt hin? Ich hab die doch gerade aufgenommen. Eine hab ich aufgenommen, weil ich daher lief. Hä? Achso, die eine liegt da drunter. Ja, ich brauche aber zwei. Kann ich die abwerfen? Kannst du. Musst du. Fallen lassen. Hab ich die jetzt? Ja, jetzt habe ich zwei. Was habe ich gesagt? Ich brauche Kupferdraht. Wie mache ich nochmal? Nee, Kupferdraht mache ich auch hier mit, ne? Ja. Wie kriegen wir denn diese Fraktalbarren? Ja gut, das Erz haben wir ja dafür, das ist ja... Wir brauchen nicht Fraktalbarren. Dafür brauchen wir die andere bessere Siedel. Ich habe gerade Fäkalbarren verstanden, irgendwie. Irgendwie hast du es mit den Ohren, aber das wussten wir ja alle. Ja, solange ich es nicht mehr im Kopf habe, so wie du, ist alles gut. So. Nee, genug der Nettigkeiten. Wir gehen mal kurz hier rein. Und gucken mal. Mir fehlt noch zweimal... Ach so, ja, ich habe die ja nicht gebaut, ich Trottel. Zweimal Elektronik aus Stahl und zwei blaue Linsen. Also blaues Zeug für Linsen habe ich gemacht. Die kannst du jetzt herstellen. Ja, aber wir haben noch keine zwei blauen Linsen. Ja, die musst du ja craften aus diesem Staub da. So. Wie, du klaust mir das jetzt wieder? Nee, die hast du aufgesammelt. Okay. Wie mache ich die Linsen nochmal? Mache ich die nicht auch hier drin?
Ah ja, doch. Okay. Ach, da brauchten wir blaues Glas für. Okay. Wir haben ein neues Haus, oder? Nee. Ja, doch. Da müssen wir aber noch was drumherum bauen, damit wir die höchste Dings kriegen hier. So. Zack. Ja. Äfft euch. Du brauchst 5 Batterien, damit du dein Inventar nochmal verbessern kannst. Ja, das ist ja wohl unwichtig, jetzt ganz ehrlich. Ja, unwichtig ist es nicht, aber es ist teuer, finde ich. Also dafür, dass wir erst noch andere... Wieso stehen hier eigentlich so viele Blumenkästen rum? Weil das schöner Wohnen ist. Ja, ich merke schon. Aber wir haben keine Säbel von diesen komischen Samen mit diesen Zweigen. Da brauchen wir mehr von. Kann man die hier absaugen? Ich glaube... Kann das sein, dass du unsere Blumen hier gar nicht mehr bewässert hast? Einmal habe ich. Oder muss ich die abbauen? Also hier die Köpfe, die kann ich absaugen. Das geht alles wunderbar. Aber hier vorne diese Kürbisdinger da. Ich will die jetzt nicht kaputt machen, weil das wäre ja dann Blödsinn. Dann brauche ich sie ja, dann kann ich sie ja auch unterwegs mitnehmen, weißt du? Aber ich glaube, du konntest die auch nicht absaugen, ne? Und ich hoffe mal, dass wenn wir jetzt die Köpfe hier abmachen, dass wir die dann danach nicht mehr gießen müssen. Dass dann immer nur noch die Köpfe nachwachsen. Weil die brauchen wir nämlich auch noch für irgendwas. So, bin ich immer noch überladen? Ja, ich bin natürlich bin ich immer noch überladen. Was denn auch sonst? Warte mal, wir haben da hinten ein Haus und hier, das war das große, ne? Ach so, stimmt, da brauchten wir ja auch diese Barren für. Ja, wir haben doch hier... Ach, das ist zu weit weg. Ach, scheiße, ey. Ja, okay. Machen wir es mal so. Dass wir mal die Arbeit vom Epi übernehmen. Endlich übernimmt mal einer die Arbeit vom Epi. Ja, weil der ist total fauler Hund. Der hat vorhin gesagt, dass er sich darum kümmert. Wieso habe ich keine Munition? Hä? In den paar Feldern? Das war doch voll, oder nicht? Nee, du sollst das ja auch saugen. Du sollst hier nicht... Oh, das arme Ding. Das ist ja am Fuchteln ohne Ende. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Was kannst du nicht aufnehmen? Den Glauben an dich selbst? Den habe ich verloren. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Wir werden das nie schaffen. Seitdem ich gezwungen bin, mit der Gameplay das aufzunehmen. Boah. Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, dass der Herr gesagt hat, dass das Spiel ja eigentlich gar nicht so toll ist, als er das angespielt hat und so weiter. Und jetzt sind wir hier schon stundenlang, sind wir hier am Spielen. Und kommen so langsam aber sicher dem, in Anführungszeichen, Ende näher. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass der Herr Epi da schon ein bisschen Spaß dran hat. Jetzt kommt gleich, aber nur ganz wenig. Ich brauche Elektronik aus Stahl. Ja, der macht doch welche. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche, ich brauche Eisenteile 5 und Eisen aus... Elektronik aus, aber du machst die ja nicht. Ich bin hier die Zapperzweige am Bewässern, was deine Aufgabe war. Dankeschön. Ja, du hast die ganzen Barren verbraucht. Wo sind denn die Eisenbarren? Achso, die habe ich noch im Dings drin. Oh, danke. Habe ich doch eben gesagt, ich muss die mal mitnehmen. Wenn du mal eben nach hier kommst, kann ich dir die mal eben rausschmeißen. Ich habe kein Inventar dabei. Warte mal, ich muss mal eben... Wie, du hast kein Inventar dabei? Du kriegst ja dann Inventar. Ja, Moment. Wir wollen ja nicht, dass unsere Zweige verdorren. Aua. Was hat denn der EP wieder gemacht da hinten? Ich sag nicht, weil ich gebe mir die Eisen her. Sofort, gib das Eisen her. Nee, das war Kohle. Verbrauch aber nicht alles. Wie ging das nochmal mit Barren? Gib mir Barren, wie viel hast du? Gib alles, was du hast. Mal Spaces auswählen. Achso, hier. Nee.
Hä, wie? Achso, doch, fallen lassen. Ah ja, 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 ja. Ich gebe dir jetzt alles, was wir haben. Also wie gesagt, verballer das nicht. Und warte, ich gebe dir noch die Kohle, weil die brauchst du auch noch dafür. Mm-mm. Doch, hier. Ich will ja keinen Stahl machen. Ja, nimm sie jetzt mit. Ich kann die jetzt hier nicht gebrauchen. So. Ich muss ja hier bewässern. Ohne mich läuft der Laden ja nicht. Aber ich frage mich, warum du die im Inventar rumschleppst und nicht alle reingemacht hast zum Barren. Weil wir die doch noch brauchen für andere Sachen. Deswegen wollte ich jetzt nicht alle direkt für Barren machen. Aber wir können so, ich kann nur 8 Barren daraus machen, was du mir gegeben hast. Ja, was heißt nur? Du brauchst für die Verbesserung 4. Hä? Wieso kann ich aus... Ich habe mehr Eisen. Nee, nee, du kriegst aber 2 pro Ding raus, ne? Nicht vertun. Ach, ich habe nicht genug Kohle. Ach, deshalb. Okay, pass auf. Deswegen habe ich dir extra Kohle gegeben. Da hast du gerade noch gesagt, ja. Nö, Kohle brauche ich nicht. Aber das reicht nicht, die Kohle. Wir brauchen noch mehr Kohle. Wo war Kohle? Auch in den, was ist denn das, Tieflandebenen, wo wir zuletzt waren, also wo wir jetzt in der letzten Folge quasi waren. Mach nicht das Geschwindigkeitsupdate, da läufst du überall vor mit. Jetzt hat der das auch noch, oder was? Und mehr Boost habe ich auch. Ey, ich glaube, er hackt, ehrlich. Ich bin hier alles am Geben, was ich kann. Und er macht hier eine Erweiterung nach der anderen. Ich bin schon happy, dass ich eine jetzt habe. Ach so, ich muss, wenn der Tag vorbei ist, muss ich mal hinten die Dinger wegmachen. Wenn der Tag vorbei ist? Ja, weil ich kann ja jetzt besser saugen. Nee, du kannst mich mal mit deinem... Aua, schon wieder irgendwo vorgelaufen. Ich krieg hier hinten nichts mit. Guck mal, wie weit der Boost geht. Ui, aua. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Im Gegensatz zu dir bin ich mich ja hier um die ganze Dinger hier am kümmern. So, stimmt, ich bin jetzt nicht mehr. So, ich hoffe, ihr resettet euch. Gute Nacht. Wenn wir mal einmal schlafen, dann können wir. Ja, lass mich die letzten Dinger hier nochmal eben machen. Bin schon wieder irgendwo vorgelaufen. Schnell. Ich schlaf schon mal. Warte mal, ich tue noch was anderes hier rein. Was brauchen wir denn noch? Warte mal, ja, ich kann jetzt schlafen gehen. Wenn er uns überhaupt noch lässt, heißt das. Ja, komm. Wo bin ich denn hier? Da. Oh, wieso rennt der so schnell da dran vorbei? Weil der nicht langsam dran vorbei... Aber kann ich hier auch mal drauf drücken? So. Tag 37. War das der Tag, wo die Sporen kamen? Oder wo die... Good morning, Sleepyhead. Ja, ich wollte jetzt nochmal gucken, weil ich habe so weit... Nein! Äfft euch doch! Ich habe die ganze Nacht lang habe ich hier alles bewässert und heute regnet's. Nee, dann kommen die einen Tag später. Ich hatte ja gesagt, einen Tag nach dem Regen. Dann müssen wir hier erstmal... Ich würde sagen, wir bauen dann heute nichts Neues mehr an. Jetzt habe ich natürlich dummerweise gestern noch neu angebaut. Obwohl die Sachen... Nee, vorgestern, glaube ich, weil die Sachen sind jetzt schon alle durch. Bau heute mal nichts Neues an. Warte, bis die Dinger da waren. Dieser Schleim. Und dann bau danach an. Das habe ich nämlich privat auch so gemacht. Das funktioniert super, wenn du vorher natürlich dran gedacht hast, ne? Alter. Nein. Lauf mir doch nicht immer vor den Mesh. Jetzt habe ich keine Dings. Ich brauche dieses Chroma-Kacke für euch. Wieso haben wir da... Hä? Die sind eigentlich angepflanzt, aber wo sind... Ah doch, da vorne sind ganz viele. Die sind aber noch nicht fertig, oder? Warte mal, sind die fertig? Zieh doch hier nicht alles. Doch, die sind fertig. Also die meisten. Warte. Elektronik aus Eisen. Wir haben schon... Nicht aufsammeln! Was denn? Ach so, du bist da hinten. Oh, willst du mich hier veräppeln oder was? Ich werde aggro. Ja, ich merke das schon. Was ist nur mit dem Epi los hier? Der braucht noch ein Eisenteil. Gib mir das Eisenteil her. Ja, warte mal, da hinten ist die Gier. Was läufst du denn hier rum, du kleiner Wicht? Ein Eisenteil. So, pass auf. Ich mache hier... Oh, wir haben kein Chroma-Zeug mehr. Was ist das denn? Hallo. Wir haben 18 hier drin.
Und ganz viel Mörtel. Ich habe es dir gerade gesagt, aber du unterbrichst mich ja ständig. Ich bin das hier gerade alles am Einlagern. Außer die Samen. Die mache ich dann, wie gesagt, wenn dieser eine Tag vorbei ist. Ich brauche nur 5. Kannst du mir die 5 geben oder nicht? Ja, hier sind doch 18 drin. Nimm die doch eben raus. Ja, aber warum nimmt der das denn? Er nimmt es ja nicht. Ja, weil das ein anderer Bereich ist. Das ist total scheiße gemacht. Immer noch das Rechte hiervon. Ja, warum was ich das jetzt so mehrfach gesagt habe. Das ist Rohkopföl. Nein, das ist, wie heißt das? Chrommais, hast du gesagt, brauchst du. Nicht den Mais, ich brauche das Öl davon. Ja, das Öl musst du machen mit dem Mais. Och, ey. Das ist ja logisch. Immer muss man alles selber machen. Hier. Mann. Oh, nein. Nein! Bis jetzt? Ihr Schweine! Was denn? Die sind alle verdorrt, nachdem ich den Kopf weggesaugt habe. Die müssen danach tatsächlich wieder gegossen werden. Natürlich. Ist ja logisch. Oh, ihr könnt mich doch mal. Aber warum laufe ich überall vor? Warum bin ich so klein? Und warum habe ich jetzt Stahlbachen? Ach so, weil ich, glaube ich, etwas zu viel gemacht hatte aus Versehen, oder? Ach, jetzt hängt der Epi da schon wieder rum. Ich wollte gucken. Achso, der steht da immer. Der hat sich das markiert. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Und dann läuft der hier rum, als ob der eingekackt hätte. Super. Na, Moment, ich guck mal eben. Also. Da gibt es, glaube ich, keine weitere Verbesserung mehr. Ja gut, Stachelsägekraft, die müsste man nochmal verbessern. Aber das ist alles aus Eisen. Ja, das mache ich ja gerade. Die will ich eben auf Max gerade machen bei mir. Die Stachelsäge. Ja, dann habe ich das. Also mir fehlt noch ein... ich glaube jetzt, wenn du mich mal ranlässt, könnte ich das eben mal fertig machen. Ach, Schatz, schon wieder. Unersättlich. Übrigens, Sprinttempo 1 habe ich auch. Du hast aber wahrscheinlich 2, oder? Ja, nee, warte mal, da brauchst du Spiralrankenöl dafür. Okay. Du hast den einer auch, oder? Hm. Ja, aber den habe ich auch. So viel schneller, finde ich, ist der aber nicht. Nur aber diesen Schubdüsen-Boost, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Das heißt, wir müssen ganz viel von diesem Rohkopföl noch machen. Ja, das habe ich schon in der Mache. Hui. Ich habe ja ein Level gemacht. So, dann würde ich sagen, mit diesem regnerischen Tag hier, dass wir dann erstmal die Aufnahme für heute beenden und dass ich dann mal schaue, ja, in der nächsten Folge oder wie auch immer, dass ich mich zurück zu den Tieflandebenen aufmache und dass ich da dann in der nächsten Folge alles wegsauge und dann haben wir nämlich alles freigeschaltet und dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir beide diesen Schub nämlich bekommen. Weil wir nämlich damit in Kombination mit was anderem quasi ins Endgame starten können. Nur bis wir das dann für beide haben, dauert das noch was. Endgame. Weil wir müssen dafür nämlich Rotkopföl oder wie das heißt, ganz viel haben. Und ja, ja gut, da, das wie dauert. Gesagt, ich habe hier hinten hab ich schon wieder was eingetüft. Ja, aber so viel habe ich da jetzt, glaube ich, 40, 50 habe ich da reingetan. Ich weiß aber nicht, was du brauchst für dieses Öl. Ob du immer nur eins brauchst oder ob du da mehr für brauchst. Das weiß ich nicht. Also von dem Rotkopföl ist hier 25 und in dem vorderen 50 hätten wir. Also du könntest dir auch diese Boost-Verbesserung machen, wenn das war. Könnte ich machen, ja. Aber dann brauche ich das. Da musst du mir... Warte mal kurz. Nee, das ist hier hinten in der... Das musst du hier rausnehmen, mitnehmen, weil das habe ich auch versucht. Ich dachte erst, wir hätten gar keins. Also 46 bräuchte ich noch von dem Öl. Ja, die sind alle in den beiden Kisten, aber die musst du hier rausnehmen. Die musst du mitnehmen, weil die zu weit weg sind, die Kisten. Das habe ich ja auch nicht. Okay, ich habe zu viel DVD gesehen. Welchen Kisten? Hier hinten. Hier die? Aua! Nein. Trampel auf mir rum! Die Sau! Man muss den beiden gucken. Der sind 50, müssten das sein. Nee, 25 sind die. Ja, hier. Und nochmal 25, meine ich. 25. Boah, wie viele Eisenbarren hast du bitte gemacht? Ja, damit wir Alter was... Alter Schwede! Ja, hallo, wir müssen ja was... Die kriegen. Armen Schweden, die werden ständig hier... Nein, die alten Ui. Armen Schweden.
So. Du bist ja Juhu. Und das nächste ist ganz leicht. Da brauchen wir nur einen Energiekern, 5 Sprungfedern und 25 Leuchtblütenöl für. Äfft euch doch alle. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir die zweite Verbesserung tatsächlich brauchen oder nur die erste. Also ich gehe jetzt erstmal in dieses andere Gebiet. Das ist cool. Und versuche mal bei Tieflandebene dieses andere Material abzubauen. So, ich mache jetzt sauber. Wir hören jetzt erstmal mit dieser Folge auf, wie ich schon dreimal erwähnt hatte. Ach so, scheiße, aber wir müssen. Einer muss aber wieder zurückkommen, wenn der Tag vorbei ist, um die Dinger hier, diese Giftsporen. Oder reicht das, wenn wir die. Wenn der Tag vorbei ist. Oh Gott. Also, das mit dem Verabschieden wird heute nichts mehr. Der Epi ist jetzt hier irgendwie total durchgeknallt, so wie immer halt. Ne? Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Mit Au. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.